Hast du Follower? Ja, vielleicht. Also dann?
Okay, ich weiß das ja. Ich muss ja lügen, das ist gut. Der ist wirklich, dass ich nicht weiß, was wegen meiner passiert. Wer lässt sich? Wo denn hat das ja gemacht? Wer sind sie? Ich will nur eine Minute. Aber wie man das tut, dann kommt ein paar richtig gute Sachen. Was ist mit all denen, die man hat, oder? Ich weiß nicht, wie man so ist, das ist nie. Ich habe immerhin noch eine 50-prozentige Immunität schon. Meine Brust ist. Und wie kann ich? Das ist besser, dass ich dir jetzt schon mal richtig alles mehr. Deine nächste Woche werden wir akzeptiert. Beide. Eine radikale doppelte Maske.
Ich habe versucht, es dir zu sagen, er ist nicht hinten. Also, ich versuche es fast zu sehen. Ich habe die Kinder schon im Haar wieder. Schön, ich kümmere mich um sie. Wir werden sehen. Vielleicht bin ich mal besuchen. Im Krankenhaus. Du wirst ja nicht eine Brücke sehen, meine Mutter. Ich werde dann keine richtige Freundin für dich sein. Von der Hand. Eine Platine, die wäre nicht so gut von Welt. Die war ja wirklich auch so gut wie neu. Na ja, toll. Habe ich dich gesehen? Ich werde dich verpflichtet werden. Ach, jetzt wird mich auf ein Mittel. Vielleicht muss ich eine große Runde runterhören von mir lassen. Ich lassen. Aber durchaus gekommen? Nein, ich denke nicht. Mehr als eine Hand für die Verschwendung. Sagst du das nicht? Vielleicht das verschwenden müssen? Nein, das ist immer noch nicht so sein. Finde ich nicht? Ich dachte. Du wolltest, dass ich mir die Welt ausgeführt habe. Sollte dir das gefallen? Die Knöte rauskommen? Ja? Das mache ich mir. Das mache ich mir nicht. Weißt du was? Ich mache es nicht. Das ist gut. Das hat mich gehört. Lena, du hast dich schon mit Freiheit realisiert, damit die Mama in Kalifornien ist. Nett von mir. Ich bin so nicht auf der Musik. Ich bin so weit. Ich denke, das muss man nicht erzählen, ne? Ich glaube, ich muss mich besser werden. Ich weiß nicht, was geht. Ich hab nicht, was du sehen kannst, aber wie das geht. Kannst du es nicht? Genug!
Hast du eine Ahnung, wie viel du mal gefühlt hast, wenn du das gemacht hast? Ne? Das ist auch nicht von dir erwartet. Ich fühle mich wie eine Kuh, wie ein hilfloses Tier, wie ein angegriffener Apfel im Zoo. Das ist unsere ganze Ich. So hat mein hier ausgelieferter Körper. Und solange ich den Zugang zu meinem Körper gewährt habe, das ist zufrieden. Und du hast immer nur Lippen bekämpft, übrig für alles, was der richtige Fall einer Ehe sein sollte. Nämlich Zuneigung und Respekt und Zusammensein. Zusammensein. So, denn Zusammensein bedeutet, wir beide sind nackt im Bett und du bewachst meine Brüste und meine Hintern und zitterst an mir herum. Mm-hmm.
wollte ich das Ganze mal wieder sehen. Sehr aufmerksam. Wenn ich dann jetzt gleich mein Bein ein bisschen ausziehe und du weißt doch, wo das normalerweise hinkommt. Jetzt ist es. Das ist mein letzter Kopf. Der Körper, den du mal so sehr geliebt hast. Mit dem du immer noch verheiratet bist. Wissen, die Interessen. Das sind Wanderschaften, die wir vorher beschäftigt hätten. Aber es ist immer noch dein Körper. Du sehen wir ganz genau. So wird es mit dem Körper und das kommst du auch dann mit dem Fall, wie du bist. Also, ich habe ihn jetzt mehr an. Es ist ein Rückschritt. Reden wir also über den Kunden, der ihn hat. Stört mich jetzt nicht an, wenn er noch alles hat. Er ist der Kunst, was er nicht ist. Er ist gemacht. Er überwindet. Und was machst du denn mit? Zunächst einmal wartest du nur auf eine Gelegenheit, dein Ding da reinzustecken. Das ist es, was du tust. Du steckst ihn rein und du drehst ihn ein bisschen herum, weil immer du Lust dazu hast. Und wenn du dann nicht genau Gelegenheiten bekommst, dein innerliches Bedürfnis zu befriedigen, beginnst du dich unter Druck zu setzen. Nie so sehr, dass es beleidigen wird. Nein, dafür bist du zu schlau. Aber das ständige Druck, ständige Klopfen an die Tür mit der Bitte hineingelassen zu werden und immer darauf zu warten, dass sie mal eingeladen wird. Und dann kommt der Zimmer. Der Zimmer, der wird aufgepasst und den Film unerwartet zu den Momenten, wenn ich mich nicht finde. Wenn alles, was ich möchte, vielleicht nur ein bisschen Zuneigung wäre oder wenn ich unter der Dusche bin, dass ich plötzlich auch da stehe mit deinem Zimmer. Oder wenn ich aufpasse und du schleifst dich von hinten an mich herein und da ist schon wieder der Zimmer. Was meinst du, wie groß habe ich keine Rosse oder kleiner mehr? Am schönsten ist es, wenn ich gerade schlafe. Und ich spüre, dass du hinterher versuchst, mich erregt zu machen, damit ich wieder deinen Ding reinschieben und ein bisschen mehr Ruhe geben kann. Dann, kommt da. Du schmutzst. Eine von dir sind hier in unser Bett. Und wenn ich versuche, den Witz zu empfangen, hast du dir das einfallen lassen. Du schiebst deine Gurte in mich rein und tust so, als ob du das wärst. Die Gurte war ein Wendepunkt. Weil ich begriffen habe, wie ich durchgeknallt bin und wie vergessen. Hast du etwa auch auf die richtige Größe geachtet, als du das im Supermarkt gekauft hast, weil du wusstest, was du damit machen würdest? Und während du dafür bezahlt hast, hast du dich, glaube ich, vielleicht gefühlt von der Taxiführerin? Wie viele Nächte davor hast du dich mit ins Bett genommen, in der Hoffnung, du würdest sie benutzen können? Was geht in deinem Kopf vor, dass du denkst, es wäre in Ordnung, so ein Ding in dich einzustecken, ohne mich zu fragen? Das hätte ich damals auch nicht mehr machen wollen. Und das ist das Fräulein, das ich mir jetzt sehe. Ich kann dir alles sagen, was ich will. Ich kann dir Dinge sagen, die du mir sonst nie sagen lässt. Ich kann dir sagen, ohne unterbrochen zu werden oder von dir in Grund und Boden geredet zu werden, ohne dass du mir sagst, ich hätte keine Ahnung mehr. Das ist deine Ansicht. Dann, zum guten Ende, ist es noch fertig. Schön, dass du so etwas bekommst. Ich habe mich wirklich keine Worte gehört. Was hast du zum Geburtstag bekommen, Mama? Oh, ein Vater darin. Dein Vater versucht, über das Leben aufzupacken, aber er ist nicht von eurer Mama.
weißt du, was das ist? Hm? Ich werde dir sagen, was das ist. Das ist eine Maschine. Das ist eine Maschine, die du gekauft hast, und wenn ich dir eins überlege, dann muss dir dabei einer abziehen. Du weißt nicht, dass das für mich war, das wäre gelogen. Wenn ich sowas gewollt hätte, hätte ich es mir schon vor langer Zeit zugelegt. Und was machst du mit dem, was mir deiner Meinung nach auch eine Maschine ist? So, kannst du dich in den Arsch spielen, wenn ich dir das jemand nie überlasse? Wer bist du? Wie kannst du nur diesen Teil von mir brauchen, aber nicht den anderen? Nicht mehr. Das ist kein einziges Teil. Ich brauche nicht mehr dein Geld. Ich habe dir nicht festgehalten. Ja, wirklich. Hast du dir eigentlich nichts mit dem ganzen Tag gemacht? Dann ist mir ja ein. Ich mache mein Geld. Ich kann dich ja auch nicht. Was ist das von mir? Ich bin ein Geld verdient, habe ich zu. Thank you.
Zeitraum des Gewalts der Bewegung ausgeht. Erinnert sich an diese Patronen, die Sie dann angesprochen haben. Da ist noch einer. Ja, das ist ganz gut. Hier ist das Wichtigste. Ich kann nur diese Mann. Da hat ein guter Junge ein bisschen in der Art, die zu lernen hat. Du erzählst. Ich möchte das nicht zu Ende bringen, wie ich es geplant habe. Du brauchst Kinder, alles dann brauchst du noch deine Therapie. Das sagt man immer, wenn du deine Frau in den Ehemann zu Wort erzählst. Jetzt kommen wir zum letzten Teil deines Geburtstagsgeschenks, zu deiner exklusiven Vermittlung. Das hier ist wirklich gut. Ich kann ein kleines Dankeschön sein für all die Jahre, die ich mit dir erleben durfte. Das hier ist anders als alles, was ich hier gesehen habe. Und das andere wurde mir vorher aufgenommen. Aber das ist nicht. Es wird alles direkt vor deinem Augen gespielt. Bist du bereit? Bist du bereit, Sie? Willst du nicht mehr leben? Ich mach mir das. Wir können stoppen. Nein, ich sehe nicht mehr zu. Von meinem Herzen zu. Wo bist du? Das geht dich nicht an. Du meinst, der Gott mehr die Nerven von mir nicht zu erhoffen war. Wir werden das Ganze abschließen müssen. Das ist für euch, als wenn du den letzten Teil deines Geburtstagsgeschenks nicht mehr bekommst. Gut. Dann wirst du nie wieder ein Geschenk von mir bekommen. Das ist ja nicht, Alexander. Das ist und deine Erinnerung an
einmal ganz verschieden, wenn ich an der Elche verbleibe. Wenn man jetzt hier verstehen, hätte ich nicht mehr erinnern können. Und eine Zeit, dass du sogar nicht mehr erinnern. Und dann, wenn ich das nicht mehr erinnern kann, Thank you.
gebildet werden. Das ist geschehen. Denk doch an den Hutmacher. Und wie das war, die ganzen Kinder dann geführt. Kommt der Sache! Ja, und ich hätte das nicht gesehen, weil ich das nicht gesehen habe, dass ich mir das nicht gesehen habe, dass ich mir das nicht gesehen habe. Ich weiß, dass du das Wort vermeidest. Entschuldigung, wenn ihr jetzt wirklich lange drin bin, ich meine, das ist wirklich lange. Ich habe jahrelang für die ganzen Jahren und dann wieder gesehen. Ich kenne die Organisation in und auswendig. Niemand wird das Leben verbunden. Keine Chance. Thank you.
Yeah, it's a good time.
Wir werden bald am Ende des Himmels sein. Halt also auf. Thank you.
Problem sind wir jetzt dann. Ich sehe hier.